Alter, was geht ab, Leute, hier? Es wurde ein neuer Döner auf die Karte gesetzt. Der soll krass sein. Man sagt hier, es gibt den neuen besten Döner Deutschlands. Oder es gibt so ein paar Stimmen, die das sagen. Ja. Der hat gerade frisch aufgemacht vor ein paar Wochen. Und hier soll es einen richtigen Istanbul-Kebab geben. So ähnlich wie bei Ferhat-Döner. So, gefunden, Leute. Laptop-Spieß. Wird hoffentlich saftig. Oben mit dem Fett. Mein Gott, der sieht echt saftig aus. Okay, das Licht flackert so, ihr seht gar nichts. Boah. Ich drehe auf dem Trip hier ein paar Vergleichsvideos. Berlin, München, Smashburger, Ramen. Checkt die gerne ab. Aber wir wissen alle, Döner technisch, da gibt es keinen Vergleich. Wie der Spieß schon aussah, wie er geglänzt hat, der Geruch. Digga, so einen Spieß findest du nirgendwo in München. Berlin, Baby. So. Ich bin sehr gespannt, der könnte sehr, sehr heftig kommen. Boah. Fleischcheck. Geile, starke Aroma. Ich muss aber sagen, ziemlich trocken. Aber sehr gutes Fleisch. Brot sieht geil aus. Geht mit dir. Ja. Geht mit Kamera. Kamera. Ja. Hier noch so richtig geil. Ein Stück Fett drin. Eine Menge Fleisch ist auch da. Und ganz wild. Ich dachte bei Hans Kebab Döner des Monats mal. Als wilde Zutat und hier ist es einfach normal. Mal Location gewechselt. Da, wo ich mich hingesetzt habe, ist irgendwie auf einmal voll geworden. Ich muss sagen, überzeugend tut er mich bisher nicht. Der Fleischgeschmack ist gut, aber der ist irgendwie ein bisschen zäh. Fleisch ist nicht so saftig. Der geht nicht runter wie Butter. Geschmacklich ist er ganz gut, aber das ist schon einer, da muss man sehr lange kauen. Da kommt kein Speichel beim Essen. Also ich würde das schon eigentlich trocken nennen. Ich muss mir mal das Bullies-Video anschauen. Also, wie sah Hammer aus.
Geschmack stark. Aber so trocken. Es ist so, als würdest du auf Beef Jerky beißen. Die saure Gurke kommt gut. Die haben wir auch bei Hans Kebab beim Döner des Monats gefeiert. Ich bin immer noch am Kauen. Ist gut. Es sieht so viel geiler aus, als es ist. Das sieht echt geil aus. Das ist auch nicht so, als würde ich mal ein saftiges Stück erwischen. Die sind alle so. Wenn ich es mit Ferrat vergleiche, kein Vergleich, Mann. Für mich ist das kein Anwärter auf Nummer 1. Ich weiß nicht mal, wie dieser Döner heißt, der Dönerladen, wo es den Nomadenteller gibt. Da ist das Fleisch so saftig, Mann. Das war so krass im Vergleich jetzt. Ich schaue mir gerade noch das Video von Goldies an. Ich fühle da gar nichts, was sie sagen. Das war bei mir überhaupt nicht so. Und das Fleisch hat so ein geiles, fettiges Aroma. Ja, mega geil. Auch die Zugaben, ne? Mhm. Die Soße ist auch geil, ne? Ja, also Fleischmilch ist geil. Man braucht eigentlich keine Soße, oder? Nee, bräuchte man eigentlich nicht. Also richtig geiler Döner. Bei mir war der null saftig, null weich. Was für ohne Soße, Mann. Und das war wie Beef Jerky. Ich glaube, ich habe einen schlechten Zeitpunkt erwischt, wo nicht viel los war und der sich zu lang gedreht hat, nicht geschnitten wurde und dann einfach hart und trocken war. Vielleicht irgendwann nochmal testen beim nächsten Mal, aber der Versuch war totaler Fail. Das war's von mir, Leute, und dem meiner Meinung nach nicht neuen besten Döner Deutschlands. Immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Gute Zahlen.